Hallo Schalker. Ja, hallo Abi, hallo Schalker, liebe Kia Autofreunde, willkommen zur nächsten Runde des Abi Auto Talks. Ja, zum Spiel von Leipzig. Abi, wie geht's dir? Du siehst aus wie die angeschlagene Schalker, was ist passiert? Du, ich habe eine Katze vom Baum geholt und dann ist das eben passiert, Dennis. So schnell, wie das eben passiert ist, hätte ich nicht machen sollen. Ja, alles klar, dann gute Besserung. Ja. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass das dann jetzt gegen Leipzig für die Schalker doch wohl besser aussieht, als das Spiel jetzt am Samstag gegen Frankfurt. Also da habe ich so ein bisschen Déjà-vu. Erste Halbzeit gut gespielt, zweite Halbzeit gab es dann das nüchterne Erwachen. So können wir gegen Leipzig nicht bestehen. Ja, was man muss aber auch dazu sagen, Dennis, dass wir gegen Frankfurt nicht schlecht gespielt haben. Auf jeden Fall die erste Halbzeit und ich war sehr überrascht gewesen, dass wir sehr offensiv gespielt haben. Wir haben viel Druck gemacht, wir haben Pressing gespielt, eigentlich alles das, was man in der Bundesliga machen muss, ja, um ein Spiel zu gewinnen. Das haben die Jungs also alles gemacht. Nur wie gesagt, du hast vollkommen recht in der zweiten Halbzeit und wir haben mal wieder natürlich, ja, wir haben wieder Tore reingekriegt. Das erste Tor ein bisschen schlecht zu verhalten, die ganze Abwehr sich ein bisschen schlecht verhalten. Statt ihn rechts abzublocken, lässt er den so ein bisschen rechts frei und dann ist natürlich schlecht, wenn als Abwehrspieler kommt man da nicht mehr schnell genug hinter und das zweite Tor war also genauso wieder. Ist leider ein bisschen bitter für uns, weil wir wirklich gut gespielt haben, aber naja, ja, wir müssen gucken, dass wir Punkte machen und jetzt ist Leipzig und Leipzig wird schwer, man hat gesehen, Leipzig hat zu Hause gegen Bayern gespielt. Unentschieden gespielt. Ja, ja. Die erste Halbzeit waren sie auch schwach, meiner Ansicht nach. Zweite Halbzeit haben sie sich gefangen und haben auch viel, viel besser gespielt. Haben natürlich dann auch den Punkt geholt. Ja, weil wie gesagt, Punkt müssen wir. Schönes Spiel, hat noch nie Punkte gegeben und hat auch noch keinen Klassenerhalt gegeben. Das ist ganz klar. Was meinst du denn, wenn wir gegen die, oder was ist denn dein Tipp für das Spiel gegen Leipzig? Ja, auf jeden Fall müssen wir aufpassen, weil Leipzig, die können schon super kontern. Die haben eine tolle Mannschaft. Man hat sogar gesehen, dass der Werner so erst in der zweiten Halbzeit reinkam. Also man sieht da, was die für ein Potenzial auf der Bank noch sitzen haben. Ja, man muss aufpassen. Man kann wahrscheinlich nicht so nach offensiv nach vorne spielen, sondern man muss wirklich einfach kontern. Und konzentriert. Mir wäre am allerliebsten, wenn wir schauen, dass wir einen Punkt holen. Und mit dem Punkt wäre ich sehr zufrieden, weil Leipzig ist ein ganz schwieriges Spiel. Ja, wie du schon sagtest, unentschieden gegen die Bayern zu Hause. Dort spricht für sich. Und ich gebe dir recht, also wir müssen wirklich eine konzentrierte Leistung auf den Platz bringen, eine Mannschaftsleistung auf den Platz bringen und versuchen, hier einen Punkt da zu halten. Ja, also ich würde auch sagen, 1-1, das wäre für uns dann doch schon wie ein Sieg. Ja. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt dann auch im Klassenerhalt. Ja, man kann dann sicherlich auf Köln, wenn man auf Köln kommt, wenn man dann natürlich, da muss man gewinnen. Das ist wieder eine Mannschaft, die muss man schlagen. Ja, da. Aber Leipzig, da wäre ich schon froh, wenn wir einen Punkt holen, weil die sind die Klasse doch stärker als Köln. Da ist eine Klasse besser. Ja, Abi, dann hoffe ich doch mal, dass wir diesmal recht behalten und unsere Ergebnistipps mal wieder reinhauen. Ja, dann wünsche ich uns beiden ein schönes Spiel, den Schalkern auf, gute Unterhaltung, schönes Spiel, ja, und natürlich einen Punkt. In diesem Sinne, nur der S04, meine Freunde. Glück auf. Glück auf.